Herzlich willkommen, mein Name ist Tavo und bei mir ist wieder die Cashy. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Race the Crew. Diesmal sogar mit einem Ultra Pro Gamepad, weil der Tavo hat endlich seinen Hammer Black Force abgeschoben sozusagen und spielt auch endlich mit dem Microsoft Xbox Pad. Ja, aber nur, weil ich sozusagen eine generöse Spende von der Cashy erhalten habe, die mich nämlich nach meinem endlosen Gemecker über mein Pad fast schon verprügeln wollte und dann irgendwann dazu übergegangen ist, mir eins zu schenken, damit ich aufhöre zu jammern. Genau. Ja, so kommt man zu Geschenken. Man muss einfach nur lang genug rumheulen und dann kriegt man auch irgendwann schöne neue Sachen. Ja, wir dachten, wir ziehen das jetzt mal so ein ganz bisschen anders auf. Also wir werden jetzt sozusagen die nächste Mission machen, werden da rein starten und danach werden wir das so ein bisschen ähnlich machen, wie wir das bei, wie heißt das Spiel, wo wir mal schießen? Ghost Recon. Ghost Recon, genau. Bei dem Spiel, wo wir immer schießen. Genau, also wie bei Ghost Recon aufziehen. Also wir werden dann jetzt hier die Mission machen, aber wir werden jetzt bei diesen, ja, Let's Race nicht sozusagen jede Story-Mission mitnehmen, weil, naja, wird es uns ein bisschen dröge, die Story ist eh nicht so extrem tief gehen, sondern wir machen eher so Futures ab und an mal so ein Let's Race hier in dem Spiel. Ja, ich würde sagen, wir starten in die Mission. Juhu! Und schauen mal. Achso, wir sehen uns jetzt übrigens auch, wie man sieht. Und jetzt kann mich die Cashy nämlich auch crashen. Das hat einfach nur ein bisschen gedauert, bis er die Modelle geladen hat, offensichtlich. Ich erinnere mich daran, dass das bei Need for Speed World auch so war, dass das ein bisschen gebraucht hat damals. Ja, stimmt. So, das dürfte die Mission sein. Können wir ja nicht im Koop machen? Ja, wir können die im Koop machen. Das ist natürlich fantastisch. Na, siehste. Das machen wir doch, ne? Jo. Cool. Öffnen. Okay, jetzt muss ich... Wie nehme ich das denn an? Ach da, annehmen. Ah, okay. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Die Mission beginnt gleich. Zu viel Information. Overload. Gehirn überlastet. Das erinnert mich an Fallout. An diese Roboter. Tschö. Oh, was haben wir hier? Ah, dann. Street Racing Event. Total unauffällig. Gags das. Bitte. Kein Posen, du musst als Erster im Ziel sein. Kein Posen? Als ob ich jemals posen würde. Niemals. Naja, als Erster könnte schwierig für mich werden, denn immerhin fährt die Cashy mit. Naja. Was heißt jetzt eigentlich? Ach, geht schon los. Erste? Oh Gott. Oh! Ja, wir haben natürlich auch schon ein bisschen geübt. Ah, was man mir aber nicht erkennen kann. Verdammt. Oh nein, das ist ein Zug. Ah. Okay. Also ich habe mich jetzt mal taktisch hinten rangesetzt, um von hinten das Feld zu überwachen. Ja. Machst du gut? Ja. So, jetzt bin ich natürlich eiskalt vorbeigezogen. Ey, mit diesem Pad geht das echt viel besser. Ja. Oh, fuck. Okay. Entschuldigung für diese bösartigen Schimpfwörter. Ich muss schon wieder den Obszönitätenfilter rausholen, wie es aussieht. Scheint so. Das hier ist ein Familienprogramm. Wow. Okay, ein Hubschrauber. Ich hoffe mal, es reicht, wenn einer von uns beiden als Erster ins Ziel kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Wagen fünfmal so viel driftet wie sonst. Um keine Ausrede verlegen. Richtig. Ich kann schon wieder nur reden oder spielen. Das ist bei solchen Rennspielen bei mir immer echt schlimm. Da ich echt extrem viel rede, in der Regel. Ja. Es kommt es. Klang das genervt? Nein. Na, nein, das ist gar nicht. Mm-mm. So. Check. Aber der driftet mehr als sonst. Ich habe echt das Gefühl. Der driftet sonst nicht so viel. Sieht die Straßen nass und man sieht es nicht. Ja, Ölspuren auf Ölspuren, der Straße. Überall Ölspuren. Siehst du diese Ölspuren auch? Nein, irgendwie nicht. Komisch. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist ein Grafikbug bei dir. Ich glaube, bei mir wurden die schon weggeschoben. Ich habe schon erwähnt, dass ich alles auf Bug schieben werde. Ja, ja. Ach, schön, wie ich die Rückkamera so aktiviert habe, damit man nochmal sehen kann, wie ich in die Bande krache. Was echt traurig ist bei der ganzen Geschichte, dass du ganz vorne bist und ich dich nicht mal mehr sehe. Aber beende das Rennen, bevor die... Oh Gott. Ja, ich bin da. Ja, und ich bin natürlich nicht Erster. Ich bin Zweiter. Das heißt... Na, immerhin Zweiter, nicht Letzter. Super. Wahrscheinlich habe ich so versaut, befürchte ich. Mission erfüllt. Wahrscheinlich nur, weil du es rausgerissen hast.
So, ich habe einen. Das war aber nur Bronze. Ja, ich auch. Habe auch noch Bronze bekommen. Warum? Wir haben uns ja auch schon ein paar Teile hier verdient, weil wir einfach ein paar Rennen schon gemacht haben. So, warten auf Crewleiter. Ich hoffe, du bist der Crewleiter. Scheint so. Also der Rangliste nach bist du der Crewleiter. Fortfahren. Okay. So. Mal gucken, ob ich jetzt auch als Gewinner zähle durch dich. Kenn ich dich? Solltest du. Ich bin Troy. Ich bin hier der V2. Du willst ein 510-Tattoo? Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Vielleicht melde ich mich. Vielleicht meldet er sich. Vielleicht. Das ist genauso wie bei Bewerbungen. Wir melden uns dann später bei ihm. Alex, du bist jetzt auf Troys Radar. Dein Schlüssel zu den 510s. Check die Karte auf Missionen und folge jedem Hinweis und mach dir einen Namen. Fahre. Bring dich rein in die Organisation. Ich weiß, wie das geht, Zoe. Fahre? Deshalb habe ich dich genommen, aber das hier ist anders. Jeder geknüpfte Kontakt, jedes gewonnene Rennen, jede gefahrene Meile bringt mich näher an Coburn und dich an den Mörder deines Bruders. Hast du verstanden? Logisch. Dann legen wir los. Gut. Ja, damit hätten wir es im Prinzip geschafft. Also ich nicht, aber die Cashy hat sozusagen für uns rausgerettet. Ich will dir was sagen. Da kommt der Troy wieder rein. Spezialkunde? Schmierst du einen Richter oder was? Was in der Art? Okay. Okay. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt im Prinzip... Vielleicht zeigen wir nochmal einfach hier so ein Event. Können wir tun. Hier gibt es ja Antworten an diese Renn-Events. Können wir mal zu einem hinfahren? Vielleicht möglicherweise nicht zu so einem... Wie hieß dieses Beutejagd-Ding? Oh, das ist übel. Oh, die sind einfach furchtbar, ja. Nee, ich dachte jetzt eigentlich eher an so ein Geschwindigkeits- oder so ein Slalom-Event. Irgendwas, wo man total brillieren kann und alle, die da draußen vielleicht auf das Video stolpern, überzeugen kann, wie grandios wir spielen. Vielleicht sollte ich mal auf die Map gucken. Au. Ups. Oh, kein Problem. Mach das. Mach meinen Wagen kaputt. Kein Ding. Die Reisschüssel da. Also, so eine Frechheit. Ich würde sagen, wir machen eine Blitzreise, aber nicht zum Beutetest, sondern zu irgendwas, was ich schon mal mit Gold oder so abgeschlossen habe. Hier, Tempotest 2. Wo hast du das denn gefunden? Der ist ganz oben an der Spitze, bei von Stäuben und Eastfield. Ich kann, glaube ich, einen Wegpunkt setzen. Ich weiß nur nicht, ob du den siehst. Ja, mach mal. Aber wenn ich da hinreise... Dann müsstest du es ja eigentlich erkennen. Ja, stimmt. Dann müsste ich dich auf der Karte sehen. Genau. Denke ich. Na toll. Ah, da. Mist, ich hätte jetzt schon losfahren müssen. Weil ich... Tempotest 2. Ja, ich bin jetzt halt voll reingestartet. Ja, also man muss bei diesen kleinen Events, die man irgendwo auf der Map findet, halt ab und an mal irgendwie so ein paar Aufgaben erfüllen. Und das hier ist jetzt ein Speedtest. Man hat, wie man sieht, da vorne so einen Geist. Das heißt im Prinzip so ein halbtransparentes Auto, was einem den Kurs sozusagen optimal vorfährt. Und ja, wenn man besser ist als der, kriegt man halt auf jeden Fall Gold. Wenn man schlechter ist, und das ist bei mir die Regel, kriegt man entweder gar nichts oder Bronze. So, jetzt bekommt man hier halt so ein Teil als Belohnung. Ja, das könnte ich sogar reinpacken. Das ist tatsächlich sogar besser als das, was ich habe, traurigerweise. Und wenn man so versackt hat wie ich, kann man mit X halt nochmal starten. Bei diesen Speedtests ist es manchmal von Vorteil, wenn man so ein bisschen zurücksetzt. Und einfach mal so cheatenderweise mit ein bisschen mehr Speed sozusagen reingeht. Cheater! Nein. No. Ich muss nur die Bugs vom Spiel ausgleichen, weil es natürlich nicht an meinem Skill-Level liegt. So. Ja, ja. Werde ich da mal reinstarten. Gucken, ob ich das jetzt besser abschließen kann. Ja, man muss auf der Straße bleiben, wenn man irgendwo auf dem Bürgersteig fährt oder so, dann zählt das nicht. Und idealerweise natürlich auch keine anderen Verkehrsteilnehmer rammen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Okay, jetzt hat mich der Geist überholt, das ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Aber den Boost aktivieren kann auch nicht schaden. Silber habe ich schon. Ja, Silber soll ich bekommen. Mehr habe ich nicht verdient. Nee. Nee. So, dann hole ich mir jetzt noch das Teil hier, was tatsächlich irgendwie... gut ist, komischerweise. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Das ist ja die Anfangsstadt eigentlich. Ja, und fahre fort und würde tatsächlich sagen, wir beenden das an dieser Stelle.
Und ja, gehen dann sozusagen bei den nächsten Let's Plays zu diesem Thema ins freie Spiel über. Ich hoffe, das nimmt uns keiner übel. Nö, ach Quatsch. Ja, denke ich auch nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.